Die Maria Krause ist gekommen, stellvertretende Vorsitzende vom Deutschen Humanistenbund und herzlich willkommen, Maria. Ja, hallo Hanfparade! Liebe Hänflinge, schön euch zu sehen. Ich bin Maria Krause, ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei der Humanisten. Einige kennen mich vielleicht auch von meinem Job beim DHV, denn Legalisierung, das mache ich auch hauptberuflich. Und heute spreche ich zu euch aber als Humanistin von mir persönlich und von Herzen. Ich würde auch fast sagen, schön wieder hier zu sein. Ich durfte ja letztes Mal auch schon hier reden, aber auch der diesjähriger Anlass zur Hanfparade ist leider kein erfreulicher. Ja, im letzten Jahr ging es noch darum, vor der Bundestagswahl die Leute nochmal aufzurütteln und zu sagen, geht wählen, verleiht eurer Stimme Kraft. Und ja, und dann stand sie im November plötzlich im Koalitionsvertrag, die Legalisierung. Tja, 9 Monate sind vergangen, andere bekommen in der Zeit ein Kind, aber die Regierung hat es immer noch nicht gebacken bekommen, Cannabiskonsumentinnen zu entkriminalisieren. Es ist also noch nicht mal das Schlimmste, dass wir die Legalisierung noch nicht haben. Nein, das Schlimmste ist, dass immer noch Menschen wegen Cannabiskonsum strafrechtlich verfolgt werden. Rund 130.000 Strafverfahren sind in diesen 9 Monaten eröffnet worden, wegen konsumnaher Delikte. Das ist doch reiner Irrsinn. 130.000 Strafverfahren. Dass es immer noch Menschen wegen einem irrationalen Verbot leiden müssen, dass sie immer noch verfolgt werden, aufgrund eines Gesetzes, das auf nichts anderem beruht als auf Vorurteilen und Ängsten. 130.000 und jedes einzelne davon ist eins zu viel. Jedes einzelne davon ist ein unverhältnismäßiger und unnötiger Einschnitt in Menschenrechte. Jedes einzelne davon verursacht nur unnötige Kosten und Schaden. Neun Monate lang stellen wir uns alle eigentlich nur noch diese eine Frage. Warum werden Cannabiskonsumentinnen immer noch kriminalisiert? Ernsthaft, was soll das? Ich verstehe es nicht. Und es ist auch nicht zu verstehen. Es ist rational nicht nachzuvollziehen. Und wir müssen die Politik wissen lassen, dass wir nicht länger warten können, dass wir nicht länger warten wollen, denn die Geduld ist am Ende. Wir können keine weiteren 100.000 Strafverfahren abwarten, bis sich endlich etwas bewegt. Das ist nicht nur Steuergeldverschwendung, das ist Zeitverschwendung und das ist Verschwendung von Ressourcen. Die Strafverfolgung bindet wichtige und wertvolle Ressourcen, finanzielle Ressourcen, die dringend benötigt werden bei Präventionsarbeit. Ressourcen, die deutlich sinnvoller eingesetzt werden können. Gerade und ganz besonders auch bei unseren Polizeikräften. Nein, ich kann nicht leiser reden. Wir müssen alle noch viel, viel lauter werden. Denn mit dem selbstbestimmten Konsum von Rausch- und Genussmitteln schadet man niemand anderem. Die Strafverfolgung von Konsumenten sorgt nicht für Schutz. Die Strafverfolgung sorgt nicht für Sicherheit. Diese Strafverfolgung ist nichts anderes als Tür und Tor für Machtmissbrauch und Willkür. Und das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen halten, dass da Konsumentinnen verfolgt und drangsaliert werden, die niemandem etwas tun. Und dafür wird die Zeit unserer Polizeikräfte verschwendet. Und das muss endlich aufhören. Denn die können wirklich mal was Sinnvolleres tun. Wir leben in verdammt schwierigen Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen rechte Kräfte wieder versuchen, die Ängste der Menschen auszunutzen. Wir leben in Zeiten, in denen Ärztinnen und Ärzte regelmäßig bedroht werden. In denen tagtäglich Angriffe gegen Personal aggressiver werden. In denen Menschen aus Politik bedroht werden und um ihr Leben fürchten müssen, weil sie aufklären und sich für den Schutz ihrer Mitmenschen einsetzen. Hier werden unsere Polizeikräfte gebraucht, um nicht um ein paar harmlose Kiffer zu drangsalieren.
Da brauchen wir Schutz. Vor den Feinden der Demokratie brauchen wir Schutz. Für extremistischen Menschenfeinden brauchen wir Schutz. Aber ganz bestimmt müssen wir nicht geschützt werden vor ein paar Kiffer. Nein, wir Kiffer müssen geschützt werden. Das Letzte, was diese Gesellschaft noch weiter braucht, ist die Strafverfolgung von Cannabiskonsumentinnen. Was diese Gesellschaft braucht, ist, dass Stimmen der Aufklärung wieder laut werden. Die Rufe nach der Legalisierung wurden in den letzten Jahren auch immer lauter. Zu Recht. Und wie ich schon sagte, wir müssen jetzt noch viel lauter werden. Darum ist auch die Partei der Humanisten heute mit dabei, weil wir das unterstützen. Wir fordern einen vernünftigen Umgang mit der Drogenpolitik und ein Ende mit der fehlgeschlagenen Verbotspolitik. Die Verfolgung von Cannabiskonsumenten ist ein unhaltbares Unrecht. Und dass Menschen deswegen immer noch verfolgt waren, obwohl die Legalisierung schon beschlossen ist, ist etwas, wofür sich eigentlich unsere ganze Gesellschaft in Grund und Boden schämen sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Tag wird kommen, da werden wir auch noch uns dafür schämen, dass wir Konsumenten grundlos verfolgt haben. Die Partei der Humanisten fordert darum eine Drogenpolitik, die wissenschaftsbasiert ist und menschenwürdig. Eine humanistische Drogenpolitik. Und ihr alle, ihr müsst eure Stimme nutzen, um den Entscheidungsträgern in der Politik zu zeigen, warum wir nicht länger warten können. Nervt eure Abgeordneten mit E-Mails und mit Briefen. Wählt Parteien, die ein progressives drogenpolitisches Programm haben, damit die Anträge stellen können, parlamentarische Initiativen, damit die Druck machen. Geht auf Demos, unterstützt auch kleine Vereine und ehrenamtliche Verbände, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Und wir dürfen keine Ruhe geben, solange immer noch Menschen wegen Cannabis im Gefängnis landen. Wir dürfen keine Ruhe geben, solange immer noch menschenunwürdige Körperdurchsuchungen gemacht werden. Solange immer noch Angst und Schrecken gegen harmlose Konsumentinnen verbreitet wird. Betroffene müssen ihre Stimmen erheben. Denn wer Fortschritt will, muss mutig sein. Darum müssen wir die öffentliche Debatte mitbestimmen, denn es geht um uns. Wir müssen mitreden und gehört werden. Es geht nicht nur um unsere Steuergelder, es geht auch um unser leibliches und unser psychisches Wohlergehen. Wir dürfen den Prohibitionisten und Großkonzernen den Kurs nicht allein bestimmen lassen. Denn am Ende geht es um nichts Geringeres als um unsere Freiheit. Es geht darum, uns endlich unsere Rechte wiederzugeben. Das Recht, eine Pflanze anbauen zu dürfen und zu nutzen. Das Recht, sein Genussmittel frei wählen zu dürfen. Wir brauchen keine Strafverfolgung von Konsumentinnen. Wir brauchen faktenbasierte Aufklärung. Wir brauchen eine Drogenpolitik, die es ermöglicht, wieder Vertrauen herzustellen. Vertrauen zwischen Staat und Verfolgten. Wir brauchen ein Ende der Strafverfolgung von Konsumenten. Und zwar nicht erst morgen, sondern am besten schon gestern. Lasst uns dafür gemeinsam weiter kämpfen. Ich will es jetzt noch einmal hören. Cannabis? Ja. Cannabis, raus aus dem BTMG. Jetzt hier nochmal. Cannabis? Raus aus dem BTMG. So muss das. Danke. Ja, vielen Dank, Maria. Wirklich eine sehr geile, eine sehr emotionale Rede. Und